So, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Wir müssen ins Wasser wieder rein. Nein, warum? Oh. Oh, was haben wir denn da Schönes? Ja. Voll. Verdammt. Verdammt. Verdammt, noch eins. Tauch mal auf. So, da muss ich hier hoch. Da muss ich hier lang. Und jetzt stehe ich am Schlauch. Weißt du was? Ich springe einfach an die Wand. Oh. So, super. So, zieh dich da hoch, Mädel. Wunderbar. So, machen wir nu. Nun machen wir hier den gleichen. Oh, schön hier wieder hoch, du. Ah, wunderbar. Aha, wir sind immer noch hier. Oh. Ich hänge wo ich nicht hängen sollte. Fug. So, jetzt aber. Uiuiuiui. So, springen. Nochmal nachspringen. Greifen. Ah, fertig. So, und jetzt. Hui. Ah, super. Und nochmal. Und wupp. Und wupp. Ach, was eine Action hier, du. Hör mal. So. Naja, gut. Ich muss erstmal hier wieder raus, ne? Hallo? Ja, ne, geht. Wir müssen noch nicht atmen. Das geht. Hier liegt ein Schiff am Boden. Da ist Licht. Wie komme ich denn hier weiter? Hilfe! Ich hätte vielleicht doch atmen sollen. Mann, da haben wir aber Glück gehabt. Hä? Was ist denn hier los? Gib mir das. Improvisierte Sprengladungen herzustellen. Tagebuch. Ja? 1. Dezember 1603. Das ist lange her. Wir betraten einen Cenote unweit der Stadt und schlugen in einer kleinen Nische unser Lager auf. Lopez hat sein Essen nicht angerührt und verbringt den Abend damit, wie gebannt in die Flammen zu blicken. Ich habe zweimal versucht, ein Gespräch zu beginnen, stieß jedoch beide Male nur auf Schweigen. Er ist so auf das Artefakt fixiert, dass ich mich, wäre ich ein abergläubischer Mann, fragen würde, ob es womöglich direkt zu ihm spricht. Die Soldaten bleiben ebenfalls unter sich. Sie scheinen sich nach einem Kampf zu sehnen. Einer ihrer Hunde hat mich den ganzen Abend angestarrt, als wäre ich seine nächste Mahlzeit. Oh, war ja was eine Stimmung in dem Camp. Oje, 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 oje. Ah, aber das ist Seite, das ist Nummer 5 schon? Bild mal doch was. Da geht's wieder ins Wasser. Ich glaube, ich habe mich gerade vollkommen hoffnungslos verlaufen. Hier ist der Weg zum Herausforderungsgrab. Okay. Quetsch dich da mal durch, Mädel. So.
Ach, da hinten hängt der. Wie komme ich denn da hin? Da ist doch bestimmt irgendwas Schönes. Warte mal, wenn ich mich da wieder durchquetsche, wäre ja Quatsch. Okay, irgendwas stimmt mit meinem Überlebensinstinkt nicht mehr. Der verlässt mich gerade. Da unten geht's tief hinab. Von da bin ich gekommen. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Gibt's hier irgendwas, wo ich mich dran festhalten kann? Nee. Das hat bestimmt irgendwas zu sagen. Was machen wir denn da? Wie komme ich denn da hin? Vielleicht quetsche ich mich hier doch nochmal durch. So. Dann in die Richtung? Könnte funktionieren, ne? Oh oh. Da geht er hin. Da geht er hin, der Helm. Ah, oh, nee. Das war nur ein Geräusch. Ja. Kein schönes Geräusch. Da müssen wir uns leider einig sein. Okay. Okay, bist du bereit? Bereit! Aha. Das wird so nix. Alter, das war sowas von eng. Das war so knapp. Alles in diesem Röckchen. Ui, okay, wir haben schon mal wieder festen Boden unter den Füßen. Zwar immer noch in einer gefährlichen Ecke. Was war denn hier? Alter, hast du was Feines für mich? Und wieso hat sie die Kanone gezogen? Ich hatte doch den... Hatte doch den Bogen aktiv. Oh, oh, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Ah, okay, mein Weggeber funktioniert wieder. Erstmal unter der Leiche hocken. Hä? Bist du doof? Schrotflinten, Baby!
Das ist eine Falle. Das ist eine Falle. Da ist sie. Meine geliebte Schrotflinte. Meine Schrotflinte. Ah, Bischof 600. Standard Pumpgun der Trinity-Truppen. So, Freunde. Das müssen die verschwundenen Trinity-Soldaten sein. Aha. Voll, ne? Ja. Zenode Tempel-Ruin-Basislager. Ja, da wollen wir doch erstmal hier direkt. Oh, sehr gut. Immer noch ein Fähigkeiten. Was haben wir denn hier? Hallo, Shotgun. Wow, die Bischof 600, die hat aber Power. Doppellauf-Schrotflinte, okay. Weniger Power, aber dafür ist sie... Wie kann denn eine Doppelschrotflinte, die du, wo du die Patronen in einem Kipplaufsystem nachladen musst, schneller nachladen? Ah ja, gut. Ja, okay, du hast immer nur zwei Patronen. Hier musst du ja immer das ganze Magazin... Ja, okay, alles klar. Ja, alles klar, doch. Natürlich wird das Ding erstmal aufgerüstet. Bewirkt erhöhten Schaden. So, mehr Schaden. Was haben wir hier? Ausgleich des Rückstoßes. Was haben wir hier? Beschleunigt das Schießen. Definitiv. Was haben wir hier? Beschleunigt das Nachladen. Definitiv. Was haben wir hier? Mehr Patronen halten, was die Nachladefrequenz reduziert. Okay, was haben wir hier als nächsten Schritt? Mündungsgewicht stabilisiert die Waffe beim Feuern, reduziert den Rückstoß. Okay, was haben wir hier? Größere Laufdurchmesser, mehr Schrot, mehr Schaden. Ah, meine Shotgun. Hm. Oh, hier und mehr Patronen im Lauf. Das ist auch wichtig. So. Wieso geht das noch nicht? Weil mir was fehlt. Da fehlt mir da was. Jetzt habe ich kein Bergungsgut mehr. Wollt ihr mich veralbern? Steh mal auf, Mädel. Geh mal da vorne hin. Plus 2. Okay, jetzt fehlt mir immer noch ein Bergungsgut, ne? Verdammt. Ja, ich komme wieder. So. Wir haben... Ein Fähigkeitenpunkt, der nützt mir noch nichts. Ich brauche 2. Wieso kann ich von hier aus nicht schnell reisen? Fragen über Fragen. Schrotflintenbarriere. Da freut er sich, ne? Hat er eine Schrotflinte wieder. Hm. Super. So. Es ist so dunkel hier. Es ist so dunkel. Komm her. Nein. Wo ist die Spinne hin? Da ist er. So. Haben wir hier. Okay, das kann man nicht. Boah, es ist echt dunkel. Die hat es aber böse erwischt, die Trinity-Truppen hier. Das muss ich einfach mal so sagen. Da war nichts weiter zu holen, okay. Kein gutes Gefühl. Kein gutes Gefühl.
Und ich kann in dieser Position hier keine Waffe ziehen. Das ist nervig. Alter, leck mich. Leck mich am Arsch. Lara ist auch ein bisschen angespannt. Man hört das an der leicht erhöhten Atemfrequenz. Oh. Was machst du da? Leck mich! Scheiße! Ich musste ja erstmal, ich hab dich da oben schon gesehen. Du Pfeife. Scheiße. Was seid ihr denn für Kreaturen, bitte? Ja, da sind noch mehr, ich weiß. Alter, was er für einen Schaden macht. Alter. Alter Vater. Was
Hilfe! Zu Hilfe! Zu viele! Alter. Wo ist er? Nichts wie weg. Leck mich fett, Alter. Ach, die hätte ich benutzen können. Ja, klar. Mann. Ein Fähigkeitenpunkt, yay. Alter Vater, okay, da ist was zum Einziehen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Das ist nicht gut. Aus Respekt mit dem Seil herunterziehen. Das zeugt nicht von Respekt, wenn ich das kaputt mache. Aber egal. Auge der Schlange, okay. Die hausen hier, diese Kreaturen. Irgendwie habe ich gerade so ein The Descent-Gefühl. Wer den Film kennt? Alter, das ist so finster hier. Sollte sich eigentlich noch drehen. Okay, was jetzt? Ah, schauen wir mal. Wir gehen mal hier rüber. Etwas blockiert das hier. Ja, und ich habe es auch schon gesehen. Es ist unten im Wasser. Irgendetwas blockiert den Mechanismus. So, Gift. Oh, hallo. Birgittinischer Rosenkranz. Ein Rosenkranz. Dieser Rosenkranz ist ein reich verziertes Exemplar der birgittinischen Variante und hat 6 anstatt der üblichen 5 Gesetze. Da ist irgendetwas eingraviert. Diese Musik. Dun, 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 dun.
Hallo? Ah, jetzt. Andres Lopez? Aha. Schön hier kaputt machen. So, das war's. Tauch doch runter! Ich brauche das Bergungsgut für mein nächstes Schrotflinten-Upgrade. Verdammt nochmal. Voll. Tauch auf. Los, auftauchen. Aus dem Wasser raus. Wer weiß, was da für schimmelige Kreaturen drin sind. Oh, da ist noch was. Ich hab den Finger schon auf dem Kreis, weißt du? Alter, du musst im Vorfeld auch besser aufpassen. Du kriegst extra noch eine Zeit. Du drückst extra noch eine Zeitlupe, um zu reagieren, ne? Und dann versaust es trotzdem. Oh. Undatiert. Fremdartige Krieger verfolgten uns durch die Höhlen. Wir rannten, zu schnell für eine genaue Beschreibung. Die meisten Soldaten fielen im Kampf. Sie schlugen sich tapfer, waren aber unterlegen und in der Unterzahl. Irgendwann erreichten Lopez, ich und ein einziger überlebender Soldat einen prachtvollen Tempel. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, wie jemand ein derartiges Bauwerk so tief unter der Erde errichten konnte. Eine massive Tür versperrte uns den Weg. Lopez befahl Perez, dem letzten überlebenden Konquistador, mit verzweifelter, brüchiger Stimme Wache zu halten, während wir den Mechanismus untersuchten. Die Tür öffnete sich, doch unsere Freude über diesen Erfolg fand ein abruptes Ende, als wir Perez Todesschreie hörten. Diese Laute verfolgen mich noch immer. Oh weia. Oh weia, oh weia, oh weia. Da möchtest du nicht runterfallen. Okay, da lang, ne? Puh, okay, los geht's.